Hi, herzlich willkommen zum Movie Trivia Drop und das letzte Spiel der regulären Saison ist zwischen diesen beiden tollen Menschen. Einmal Julia, einmal Guess. Ihr kennt sie. Es geht bei Guess hier um den ersten Platz, theoretisch. Wenn er gewinnen sollte, kann er sich hier absetzen. Also ist gar kein Druck, Guess, ne? Und Julia, wenn du gegen Guess aber gewinnen solltest, darfst du nämlich gegen Guess in der ersten Runde in den Playoffs ran. Sonst musst du gegen Otto spielen. Okay. Also, so sieht's ja aus. Das sind eure quasi hier, das, worum es hier geht, worum ihr spielt. Und die Leute draußen, ihr seht auch, wir haben ein kleines neues Design hier, deswegen hoffen wir mal, dass das alles so klappt heute beim ersten Versuch. Ihr seht, die Repeats habt ihr 3 Stück, wie immer. Wisst ihr ja, die sind diesmal ein bisschen anders dargestellt, könnt ihr auch sehen. Und die Fragen tauchen quasi auf meiner Stirn auf hier. Also, müsst ihr da hingucken. Wie geht's euch beiden? Alles gut, Julia? Wie fühlst du dich vor deinem letzten Spiel? Ich bin bereit für eine Herausforderung, bei der es um nichts geht. Super, Guess. Erster Platz oder was? Aber es geht doch um den Gegner, um die Gegnerwahl. Das ist doch auch nicht irrelevant, oder? Guess hat Pause, wenn er gewinnt. Dann muss er in der ersten Runde nicht ran. Ja, das habe ich dir gesagt. Das finde ich ja scheiße. Weil ich quiz ja gerne und will ja alle Fragen mitnehmen. Ich finde es ja schon scheiße, dass du teilweise das Quiz dann unterbrichst durch dieses technische K.O. und dass ich dann nicht höre, was noch für Fragen gekommen wären. Und ja, wenn gut. Ich jetzt komplett aussetzen muss, das ist ja noch bescheuerter. Bisschen musst du mir auch erlauben, damit ich nicht so viele Spiele machen muss. Oder willst du alleine spielen und ich beantworte einfach Fragen? Oder wie hast du das vorgestellt? Ja, oder gegen dich oder so. Naja, das gegen ist ja mich? So, wie wenn du zu Rocky sagst, jetzt trainieren wir nicht ein Jahr, sondern setz dich mal vor den Fernseher und chill mal. Ja, die sag anderen sollen mal die ganzen. Eine Woche muss er warten, damit er spielen darf. Ich bin halt motiviert, was soll ich sagen? Das ist ich will gut, ja nicht aus dem Training gut. rauskommen. Ja, das kann ich durchaus verstehen. Aber ich meine. Aber wäre nicht das Training eigentlich Fernsehen gucken? Ja. Oh ja, Meta. Da ist was Wahres dran, auf jeden Fall, ja. Da ist was Wahres dran. So ist jede Sekunde, die du nicht quizst, kannst du von einem Film verbringen. Und wenn ich mir die letzten Episoden angeguckt habe, dann sollte ich mehr bei Netflix chillen und mir da irgendwelche komischen B-Filme angucken, wo inhaltliche Fragen gestellt werden von irgendwelchen Netflix-Filmen, von denen ich noch nie gehört habe. Weißt du, hast Black bisschen, Crab oder welchen? Ja, hast ein bisschen so den Schwerpunkt geändert von komplette Filmhistorie bis jetzt auf einmal hier 2022 Release. 70er kommt es auf jeden Fall kein Netflix-Release an. Ja, okay. Sagen wir mal so. Gut. Also bei vielen von den Netflix-Filmen, nach denen du gefragt hast, wäre ich auf jeden Fall krass aufgeschmissen gewesen. Insofern bin ich gespannt. Okay, ja, gut. Vielleicht wird das in der ersten dieser Viertelfinalrunde passiert, ne? Und dann. Wir werden es sicher erfahren. Genau. Also du musst erstmal gewinnen. Hätte Fahrradkette, jetzt geht's los. Gut, los geht's. Ja. Julia, bist du bereit? Ich bin bereit. Guess, bist du auch bereit? Ja. Gut, alle super. Geile Filmzitate hier gedroppt, um euch nochmal ein bisschen. Tom, ich vergesse diese Regel immer. Das ist keine Regel. Musst du irgendwie vorher nochmal ganz kurz sagen. Ich will nur euren cooles Faktor erhöhen, aber gut. Wir gehen. Ja, aber mein cooles Faktor ist so. Mhm. Okay, hier kommt mein Filmzitat. Schlau ist der Schlaues tut. Okay. Forrest Gump. Das ist, um ready zu sein. Finde ich gut. Ja. So. Wir fangen mal an mit unserer ersten Frage, die aus den 70ern kommt, damit wir mal ein bisschen hier auch Filme haben, die nicht nur bei Netflix laufen. Und die Frage lautet, in welchem Film der 70er findet man die 3 Roboter Huey, Dewey und Louie? Hey, wer bei mir zu Hause war und aufgepasst hat, müsste die Frage problemlos beantworten können. Habe ich gerade schon mehrfach erwähnt. Müsst auch schreiben, denkt dran. Ne? Ich sehe nur, wie viele schreiben. 5, 4, 3, 2, 1. Stifte bitte weg und wir fangen bei Julia an. Julia. Es gibt eine Ecke in meinem Gehirn, da schlummert diese Informationen, aber ich hätte noch keinen Access dazu. Ich habe nichts aufgeschrieben. Okay, das ist natürlich nicht gut. Guess, was hast du aufgeschrieben? Ich bin mir absolut nicht sicher. Ich habe ins Blaue geraten und dachte, vielleicht ist es Time Bandits. Ach, das ist leider falsch. Und ja, Netflix-Filme sind anscheinend nicht alles, was ihr nicht guckt, sondern ihr habt den Film von 1972 mit Bruce Dern in der Hauptrolle verpasst. Silent Running, ein Sci-Fi-Klassiker. Deswegen schade eigentlich, dass ihr den noch nicht geguckt habt. Aber muss ich ja mal hier in den Lostopf bei den Banausen werfen. Übrigens, jetzt fällt mir gerade ein, habe ich nicht sowieso noch ein Los übrig, weil ich doch quasi beim Punkteraten bei meiner letzten Episode dabei war und das gewonnen hatte? Nee, da hast du was durcheinander gebracht. Ah, okay. Weil wenn du in unserer Episode praktisch gewinnst und uns in die Pfanne haust, kommst du am Ende des Jahres in einen Lostopf und wenn wir dich dann ziehen, dann gibt es Preise. Aber keine Wunschrezensionen, das ist was anderes. Ich dachte schon, ich hätte irgendwas verpasst und dachte, hatte keine Chance.
mitzumachen. Nee, du darfst dir dann ein schönes Poster aussuchen oder Kinotickets oder was auch immer. Sachen, die du sowieso umsonst kriegst, insofern bescheuert. Aber super. Gut, wir gucken mal. Okay, alles klar. Dann, wir gehen mal in die 80er, gucken, ob ihr da mehr Filme geguckt habt oder ob wir doch noch weiter in die Neuzeit gehen müssen. Und die Frage lautet, welcher Glaubensgemeinschaft gehört denn der kleine Samuel in Der einzige Zeuge an? Gib mir schon den Kopf. Sie weiß es anscheinend nicht, aber versuch dein Glück. Nein. Wir suchen natürlich die Methodisten-Protestanten-Christen-Church. 4, 3, Spaghetti-Monster, 2, Spaghetti-Monster. 1. Zeit vorbei. Wir sind diesmal bei Guess als erstes. Das Amish. Sind die Amish, die suchen wir. Julia hat nichts aufgeschrieben, nehme ich an. Doch, ich habe es aufgeschrieben. Ich habe Judentum aufgeschrieben, because of Etymologie, aber ist nicht richtig. Sind sie nicht, genau. Wir suchen die Amish hier an dieser Stelle. Und damit geht Guess in Führung mit seinem ersten Pünktchen. Ich dachte heute, du schaffst heute 7 Guess oder 8 halt, aber anscheinend nicht. Nee, das machst du wie in der Schule so. Ihr kennt es doch so. Ich mogel mich eher so durch so, ja. Genauso viel, wie man ungefähr machen muss. Okay. Nur so hoch. Das Pferd springt nur so hoch, wie es muss, oder wie war das immer, ne? Genau so. Das war mein Motto immer. Okay, dann sind wir in den 90ern angekommen und da lautet unsere Frage: Wer spielt denn Max Schreck in Batman Returns? Who the fuck is Max Schreck? Pass auf, ich gebe euch mal einen Tipp. Bei 5 Sekunden. Brauchst du nicht. Was? Brauchst du nicht, aber mach. Achso, ich habe gesagt, Modern Family wäre mein Tipp gewesen. Ha, gut, der hätte mir auch nicht geholfen, der Tipp. Gut, dann sind wir bei Julia. Und was hat Julia aufgeschrieben? Ich hoffe einfach, dass Max Schreck der Klarname ist vom Riddler, Jim Carrey. Und bin mir nicht mehr sicher, ob Riddler der Gegner in Batman Returns war. Nein, das stimmt nicht. Nee, tut mir leid, das ist leider falsch. Und Guess hat das richtig aufgeschrieben, nehme ich an, weil er so wusste. Genau. Ich sage Christopher Walken. Genau, und da gab es ja bei Modern Family immer den Witz hier, The Walk-In Closet, Christopher Walk-In Closet. Ja. Das ist aber ein Um-die-Ecke-Tipp vom Feinsten. Hey, komm, kann ja nicht zu offensichtlich sein hier, ne? Na gut, stimmt auch wieder. Gut, dann sind wir bei Action Adventure, unsere vierte Frage. Und Action Adventure lautet die Frage: Welcher Actionstar spielte in Mann mit der Todeskralle Enter the Dragon die Hauptrolle? Oh, das sollten doch alle wissen, oder? Brauchen wir noch Zeit oder habt ihr schon? Ich hab. Julia hat auch? Gut. Julia, übrigens, das Zeichen heißt in Brasilien Arschloch, ne? Das heißt auch in Deutschland, glaube ich, Arschloch. Nee, das heißt beim Tauchen, oder? Alles okay. Ist alles gut. Deswegen auch das Ding. Weiß aber es hat Ronald Reagan mal, glaube ich, Ronald Reagan oder Bush oder irgendwer gemacht, als er nach Brasilien gereist ist und wollte sagen, hey, meine Reise war gut und alle so. Also wirklich sorry an unsere brasilianischen ZuschauerInnen, es tut mir wirklich leid. Gut. In Zukunft mache ich das Universale. Top. Guess, was hast du denn? Ich habe auf jeden Fall wieder was gelernt hier mit dem, das gefällt mir. Aber das auch nicht, hier. Guck mal, das heißt auch, im Iran heißt das up yours. Kannst du auch nicht machen. Ach so, ist auch eine Beleidigung. Diese total analen Nationen, die überall nur das eine sehen, ja? Ja. So, ja, sorry, Guess ist dran mit der Bevor ich, ja, ich gebe dir meine Antwort, ich kriege aber noch einen Punkt übrigens. Ach so, entschuldige bitte, du hast recht. Du kriegst sogar 2 jetzt sogar. Bruce Lee ist das, was wir suchen, das ist richtig. Hat Julia das auch aufgeschrieben? Yes. Bruce Lee steht auch da, damit steht es 3-1. Julia hat ihren ersten Punkt gemacht und jetzt stimmt der Score auch. Danke fürs Erinnern, Guest, das war sehr lieb von dir. So, wir gehen ein bisschen ins Animierte, in jeglicher Richtung, kann auch gemalt sein oder Stop Motion oder sonstiges, Hauptsache animiert. Und da werden wir mal ein bisschen aktuell. Die Frage lautet: Wohin möchte denn die Addams Family in ihrem zweiten Teil in den Urlaub hinfahren? Das ist der Teil, von dem du mir gesagt hast, ich soll nicht gucken, weil er doof ist. Du kannst ja gucken, was du willst, du bist alt genug. Nein, ich höre auf dich, deswegen mache ich das. Hast du dir die Trailer angeguckt, dann wüsstest du es. 5, 4, 3, 2, 1, Zeit ist ab. Und Julia? Hat geraten? Ich rate einfach mal, vielleicht stimmt's ja, Las Vegas, weil es ein guter Ort, um dorthin zu fahren. Nope. Okay, ich rate auch. Ich will lieber ins Warme. Hawaii. Auch das nicht.
Wo fahren denn Monster hin, bitte? In den USA, in den Urlaub. Nach Transsilvanien. Salem? Salem, Massachusetts. Das ist die Antwort, die wir gesucht haben. Ach. Richtig, Julia. Well, well, well. Hey, manchmal kann es so einfach sein. Ne? Ich, bei Multiple Choice wären die Antworten gewesen Salem, Roswell, Area 51 oder Transsilvanien. Aber wir haben kein Multiple Choice in der ersten Runde. Natürlich nicht. Deswegen. Aber ich bereite ja immer alles vor, weißt du? Ich bereite ja immer alles vor. Und dann kann das, man wäre euren, das wären eure Antworten gewesen, wenn wir es machen würden. Genau. So, wir sind okay. Bei Biopics. Und ich hoffe, ihr kennt euch aus mit Abenteurern. Ja. So. Die Frage dazu lautet: Für Frage okay. Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist. Warum muss Charlie Hunnam als erstes nach Südamerika reisen in die versunkene Stadt Z? Sie. Ja, also warum muss er das erste Mal dahin reisen? Er reist zweimal nämlich hin. Boah, das ist schon so ganz kompliziert formuliert von John. Es tut mir leid. Ihr meckert immer über meine Worte. Ihr habt noch alle Repeats. 5, 4, 3, 2, 1. Stifte bitte weg und wir sind bei Guests schon wieder. Ich habe Zilch. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe den auch auf meiner Wunschliste, aber. Same. Beide Zilch, okay. Aber ich habe dafür geraten. Ich habe geraten, einen Vortrag halten. Vielleicht müssen schlaue Menschen Vorträge halten, wenn sie in ihre. Also ist ja schlimm, also wenn ich mal rate, das ist ja auch irgendwie nicht das Richtige hier. Pass auf, soll ich euch mal Multiple Choice geben oder ist das uninteressant? Wie du willst. Also für keinen Punkt, aber einfach so for the fun of it, bevor ich selber auflöse. Ist es A, Gold finden? Ist es B, indigene Stämme erforschen? Ist C, Kartografie? Oder ist es D, die verborgene Stadt finden? Ich sag Kartografie. Ist auch mein Best Guess. Dann hättet ihr richtig geraten, wenn ihr Multiple Choice gehabt hättet. Hammer aber nicht. So ist es. Nicht, nee. So ist es. Dann. Diese theoretischen Fragen hier von dem Lehrer. Ja, geht's weiter? Na, Lehrer, das sind die fragen, obwohl sie die Antwort schon wissen. Richtig. Da. Ja, gut. Weiter geht's mit Nummer 7 hier. Und die Frage kommt aus dem Bereich Classics und die lautet: Wie heißt denn das Café in Casablanca? Also nicht der Stadt, dem Film, logischerweise, ne? Alter. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Stifte bitte weg und wir fangen bei Julian. Das ist das Ricks. What? Ja, das dachte ich mir, dass du das schon machst. Vergessen? Ich hab das Sam's. Das Sam's ist es auch nicht. Wir suchen Café Amerikan. Amerikan, ganz mit Apostrophen geschrieben und so. Habe ich extra nachgeguckt. Ich dachte auch, es wäre Ricks Café. Aber es ist nicht so. Ich war mir das scheint sicher. Mir falsch. Nein. Soll ich das raussuchen nochmal jetzt? Das ist vielleicht einer der wenigen Klassiker, die mich wirklich auskennen und das irritiert mich maßlos. Ich google das jetzt gerne nochmal. Café Casablanca Film. Aber da hätten wir auch jeden Apostroph richtig setzen können, oder? Wie heißt das Café, das Rick gehört? Ricks. Genau, es gibt nämlich seit 2004 Ricks Café, was nämlich da basiert, wo das gespielt hat. So, aber, wo steht das hier? Oh, das aber sagen die nicht sowas wie, wir treffen uns bei Ricks, wir treffen uns im Café Amerikan. Ja, wahrscheinlich, weil das als Dings genommen wird hier, ne? Da machst du ja wieder schwere Fragen. Nee, es tut mir leid, genau. Da steht's hier. Der vom amerikanischen Rick Blaine betriebene Nachtclub Ricks Café Amerikan ist Treffpunkt vieler Immigranten in Casablanca. Well, 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 I admit defeat. Hey, sorry. Es war eine tricky question, aber Fangfrage. Auch sowas gehört dazu. So, und letzte Kategorie für die erste Runde lautet Comedy. So, und da kommt eine richtig wundervolle Frage. Und zwar, nenne einen der beiden männlichen Hauptdarsteller in Spy. Wie heißt denn der auf Deutsch? Auf Spy? Spy und dann hat er noch so einen Untertitel. Ich glaube, die Spionen von neben. Nee, doch nicht. Nee, Spionen von nebenan ist es nicht. 5, 4, 3, 2, 1. Und Stifte bitte weg. Und wir sind bei der letzten Frage bei Guess.
Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Okay. Und Julia? Steve Carell. Auch das nicht. Wir suchen entweder Jason Statham oder Jude Law. Das ist der Film mit Melissa McCarthy. Ja, ich dachte wirklich, da wäre der da drei gewesen sein. Melissa McCarthy habe ich auch notiert. Melissa McCarthy hätte ich gewusst. Ich habe Melissa McCarthy aufgeschrieben und dann ist mir aufgefallen, dass du nach den männlichen Hauptdarstellern fragst. Ja, und da hat das Wissen dann aufgehört. Ja, die beiden sind damit, das sind ja die sie quasi so anhimmelt, weil die da alle Missionen kriegen und sie nie in the field darf. Und dann ist es eigentlich eine recht lustige Comedy mit beiden. Achso, werde ich mal die sagen, dass du den empfohlen hast als lustigste Komödie. Aller Zeiten, okay. So lustig wie Thunder Force. Ja, aber nee, das ist Insider hier, weil ich irgendwann mal gesagt habe, das fand ich ganz lustig. Und Lee hat gesagt, das ist die lustigste Komödie aller Zeiten. Finde ich, aber gut. Hast du so verkauft. Andere Story. Wenn das so ankam. Gut, ja. Dann führt Guess. Möchtest du als erstes drehen, Guess, oder als zweites? Ich drehe als erstes, dann kann ich ein bisschen relaxen. Okay, dann kannst du ein bisschen relaxen. Wir machen mal wieder so und wir shuffeln und drehen. Schauen wir mal, wäre nicht so eine ruhmreiche erste Runde. Nö, aber ja, führst doch. 3-1 immer noch. So, Fantasy, Sci-Fi, Comedy, was wird's? Ist Fantasy, Sci-Fi. Willst du aber bleiben, oder? Fantasy, Sci-Fi. Kommt vielleicht irgendwelche Nerd-Fragen. Hey, Rix Café war auch nerdig. Nee, komm, oder? Ich dreh nochmal. Du drehst nochmal. Okay, here we go. Ich würde niemals Angst drehen, wenn es nochmal sowas werden könnte wie Box Office. Ist doch nicht mehr dabei. Angst, du, mal, aber es gibt ja freie Wahl. Es gibt ja freie Wahl. Habe ich freie Wahl? Herzlichen Glückwunsch. Ja, du darfst hier eine von unseren 15 Kategorien aussuchen. Das gefällt mir. So, was haben wir denn da? Classics, Drama. Ich versuche hier gerade das Rad durchzugehen. Ja, dachte ich mir. Deswegen habe ich es auch da gelassen, damit du gucken kannst. Weißt ja, 70er, 80er, 90er, Action Adventure, Crime, Animated, Biopics, Classics, Comedy, Comic Book, Drama, Fantasy Sci-Fi, Horror Thriller, Oscars, Romance, Sports. Na, sind viele Sachen, die eigentlich ganz geil sind und mich anlächeln, aber ich nehme mal die 90er. Bleiben wir bei den 90ern. Gut, das ist doch mal eine einfache Entscheidung. Dann gehen wir in die 90er. Und ja, denkt dran, hier pro Frage maximal 2 Punkte möglich, ohne Multiple Choice, 1 Punkt mit Multiple Choice und ihr habt noch beide 3 Repeats. Falls du was falsch beantwortest, Guess, dann kann Julia dir die Punkte gegebenenfalls 1 oder 2 stehlen. Mhm. Gut, dann wollen wir mal mit deiner ersten Frage antworten und da wird's nerdy, wie du schon erwartet hast, bei anderen Kategorien. Aber die Frage lautet, wie viele Geiseln werden denn in The Rock genommen? Alter. Hey. What the fuck? Das wird richtig oft gesagt. Ich habe nochmal nachgeguckt im Film. Das ist ja krass. Ich sage 8. 8 ist leider die falsche Antwort. Und ja, Julia darf auch mal für 2 Punkte raten oder wissen. Wie viel Geiseln werden? Sag eine Zahl zwischen 1 und 1000. Okay. Nee, ist gar nicht so. 3. 3 ist auch leider falsch. Guess war schon mal richtig gut dran mit einer 8, aber hätte er noch eine 1 rangehangen für 81, dann hätte es 2 Punkte gegeben. Alter. Das ist eine hohe Anzahl an Geiseln. Ja, die waren doch ja in Alcatraz die Touristen da sozusagen. Und dann haben sie die doch in die Gefängnisse eingesperrt. Es ist wirklich eine ganze Reihe an Jahren her, dass ich The Rock das letzte Mal gesehen habe. Wenn ich ihn letzte Woche gesehen hätte, wer merkt sich denn sowas? Das ist schon sehr detailliert, aber gut. Ich meine, seitdem ich diesen Filmquiz mache, achte ich manchmal auch so eine total random Facts in Filmen. Und dann denke ich mir immer so, das merke ich mir. Und dann versuche ich mir nicht nach dem Film schon daran zu erinnern, was ich mir merken wollte. Und erinnere mich schon nicht mehr daran, was ich mir merken wollte. Das ist Wahnsinn. So eine typische Tom-Frage. Wie oft hat Harry Sally gekaut, als sie ihren Salat bestellt hat, bevor sie was gesagt hat und so? Ich so, Alter. So, gut. Wir machen eine weitere Kauffrage und gucken mal, ob die Guest diesmal weiß. Und die lautet, wo muss Ethan Hunt in Mission Impossible einbrechen, also im ersten Teil, um eine Liste zu stehlen? Denkt, es gibt, ich weiß nicht genau, was du hören willst, deswegen Multiple Choice. Okay. Ist es A, das Weiße Haus? Ist es B, das CIA Headquarter? Ist es C, das FBI-Headquarter, oder ist es D, das Pentagon? Achso, ich muss ja nicht schreiben. Ich sage, es ist das Pentagon.
Das Pentagon ist leider falsch. Ich gebe nochmal die Frage an Julia. Wo muss Ethan Hunt in Mission Impossible einbrechen und eine Liste stehlen? Es ist A, das Weiße Haus, B, CIA Headquarter, C, FBI Headquarter oder D, Pentagon? Ich würde überhaupt meinen, es ist das CIA Headquarter B. Ja, damit hast du gut geraten oder hast du gewusst? Ich finde, das ist eine Ausschlusssache tatsächlich. Ja? Wieso? Mhm. Mission Impossible ist so international, okay, dass es quasi kein nationaler Konflikt ist. Und das Weiße Haus ist Quatsch. Hey. Und ich merke gerade, dass ich alle 90er-Filme das letzte Mal in den 90ern gesehen habe, gefühlt. So ist das manchmal. 2-3 steht es und Guess bekommt seine dritte Frage. Und die lautet so. Wodurch sind 5 Milliarden Menschen in 12 Monkeys gestorben? Da kriegt er gleich an einem Virus. Seht das schon als Tipp, wa? Ist das eine Aussage? Guess? Ja. Ja, na dann. Ist doch richtig. An einem Virus. Mehr wollten wir nicht hören. Das ist aber die Frage aus dem Off. War das Husten ein unfairer Tipp? Lol. Stimmt. Ja, so. Bei dir bin ich immer so, ich bin immer irgendwie, denke so, okay, jetzt will er den lateinischen Begriff wahrscheinlich von dem Virus wissen, hier den medizinischen Term. Wie als ich einmal nicht goldenes Kreuz sagen durfte, sondern genau sagen sollte, welches Kreuz und welcher XYZ es gewesen ist. Ich hätte das gelten lassen auf jeden Fall. Das war haben wir das nicht gelten lassen noch am Ende des Tages? Wir haben es gelten lassen, ja, also, aber nur, weil ich immer den Leuten leid tue. Lol. Okay, gut. Dann gucken wir mal, ob die nächste Frage auch zum, oder die letzte Frage für Gäste in dieser Runde zum Leidtun zwingt. Und zwar, wohin fliegt denn die Air Force One in Independence Day? Also den letzten Ort, wo sie dann hinfliegt und bleibt. Wohin die fliegt? Ja, also wo treffen sich alle? Gib mir mal Multiple Choice. Okay, ist es A, eine Basis in den Rocky Mountains? Ist es B, NORAD? Ist es C, der Südpol? Oder ist es D, Area 51? Das ist so ein Hänger. Das ist A, glaube ich. Eine Basis in Rocky Mountains? Ist das deine Antwort? Mhm. Ja. Das ist leider falsch an dieser Stelle. Wohin fliegt die Air Force One in Independence Day? Ist es A, Basis in den Rocky Mountains? Ist es B, NORAD? Ist es C, der Südpol? Oder D, Area 51? Was ist eins NORAD? NORAD? Das wird, das kann ich nicht sagen. Danach würde ich sagen. Ich nehme mal die Area 51. Ja, Area 51 ist, was wir suchen. Genau da fliegen sie hin. Da ist das Alien-Schiff begraben. Und Area 51 ist nicht so wirklich in den Rocky Mountains. Aber ja. Und was ist jetzt ein NORAD? NORAD ist die North bla 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 American Air Force, so eine Air Force Base, die halt da, wo die Atomraketen starten dürfen von, glaube ich. Oder irgendwie okay. So. Die North bla bla bla. Okay. Also irgend so eine krasse Military Base. Also die gibt es wirklich. Das sind die geheimen Air Force Projekte immer da behandelt drin. So, es steht 5-3 nach dieser Runde für Guess immer noch. Julia kann hier theoretisch mit ihrem Glücksrad Glück ein bisschen aufholen und natürlich dementsprechend sogar noch mehr Punkte machen. Wir drehen mal. Mal gucken, ob Guess vielleicht nochmal Glück hat und dann Wahl des Gegners kommt. Oh, guck mal, da taucht es schon fast auf. Aber wir sind bei Animated. Willst du da bleiben? Oh ja, why not? Oh ja, dann bleiben. Könnte so viel schlimmer sein. Was hast du? Es könnte sehr viel schlimmer für mich sein als Animated. Das ist wohl wahr. So, und wir fangen mit deiner ersten Frage aus dem Bereich Animated an. Oh, hier ist eine Fliege vor meiner Linse vorbeigezogen. Sieht aus wie irgendwas in so einem Science-Fiction-Effekt. Aber ist die nicht mal. Willkommen zwei zu dir wieder groß. Okay, dann. Erste Frage aus dem Bereich lautet, wie heißt das Schiff, welches sich Tim kaufen möchte in dem Film Tim und Struppi, das letzte Einhorn oder wie das heißt da, von 2011? Ja, gib mir mal Multiple Choice. Jetzt habe ich hier schon fast verraten quasi, aber fliegende Einhorn, fliegende Einhorn, fliegende Holländer, B, Einhorn, C, Rache, D, Imperator. Mir tut es ja richtig leid jetzt, aber dann muss ich halt B, das Einhorn. Ja, jetzt machen wir das nochmal. Das habe ich verkeilt. Was war das denn, ey? Ich würde nochmal eine neue Frage machen, wenn das okay ist für alle. Mach mal nochmal eine neue Frage. Verkackt, ja, ich glaube, das ist fair. Du hast ja die Antwort vorgelesen. Ja.
Ich habe auch, das Ding heißt auch mit dem deutschen Titel. Mir soll mir auch keiner vorwerfen, ich wäre hier Teacher's Pet oder so, ja? Ja, genau. Ich will mir meine Punkte schon auch ordentlich verdienen. Das sind Drop-Bonus-Punkte. Verstehe ich. Ja, wenn du den kompletten Titel vorgelesen hättest, da kam ja das Schiff sogar vor, insofern. Ja, eben, deswegen. Warst du kurz davor. Tim, Struppi und das letzte Einhorn. Genau, so, hat man gemerkt. Gut, dann geht's weiter mit dieser Frage. Die lautet, in welcher Stadt spielt Everest ein Yeti will hoch hinaus? This is not even a thing. Doch. Okay, gib mir mal eine Multiple-Choice-Frage. Ist es A, Peking? Ist es B, Kathmandu? Ist es C, Lhasa? Oder ist es D, Shanghai? Ich nehme jetzt einfach mal das Offensichtlichste. B, Kathmandu. Kathmandu ist leider falsch. Wir geben an Guess weiter. In welcher Stadt spielt Everest ein Yeti will hoch hinaus? Ist es A, Peking? B, Kathmandu? C, Lhasa? Oder D, Shanghai? C. C, Lhasa ist auch die falsche Antwort. Wir suchen Shanghai. Naja. So, Punktemöglichkeit leider vergeben. Und wir gehen in die zwei. Es ist ganz ehrlich, es sind jetzt auch nicht wieder aufregendste Filme. Manchmal ist es auch okay, wenn man die Antworten nicht kennt, weil dann zeigt man, dass man Geschmack hat und nicht jeden Scheiß guckt. Nee, das ist ein Leica-Film. Der lief recht gut. Der hatte viele Freunde, glaube ich. Also ich glaube, wenn es der Film ist, verirre ich, täusche mich gerade, aber ich glaube, das ist der. Aber gut. Ein Yeti will hoch hinaus. Ja, da heißt, also ist das ein Stop-Motion-Film oder was? Ich glaube ja. Es ist hier Abominable oder wie der heißt hier auf Englisch. Ich dachte, das wäre ein Animationsfilm. Aber kann sein, ja. Stop-Motion nicht auch Animation? Stop-Motion-Animation? Ja, du hast gut, so definiert, dass alles Animation ist, was nicht Real-Life ist. Nee, ist ja richtig. Aber also, wenn es ein Leica-Film ist, dann die machen eigentlich gutes Zeug. Ja, genau. Ja, deswegen, also, ich bin mir gar nicht sicher, ob es der ist, aber ich glaube schon. Mit Hugh Jackman. Genau, das ist ja noch Best Guessing von dir. Los, jetzt weiter geht's. Okay, weiter geht's. Nice. Zweite Frage hier lautet, was kann man auf der Karte in Raya sehr gut erkennen? Jetzt auch wieder so eine komische Frage. Ja. Ich gehe davon aus, dass du daran fragst, dass der Fluss die Form eines Drachen hat. Ja, hast du richtig erkannt. Siehst du? Ihr kennt mich doch schon jetzt. Warum muss ich denn jetzt ihre Pappenheimer. Ist wirklich tricky gestellt, die Frage. Ja, aber also ich meine, sonst wäre es ja einfach gewesen, oder? So, 5:5 steht's. Julias, was ist jetzt die dritte Frage, ne? Nee, doch. Doch, ja. Die dritte. Ne? Gott. So, dann, die lautet... womit verschwendet Hirohamada vermeintlich seine Zeit in Baymax? Ist es so einfach wie Computerspielen? Ist das deine Frage, Aussage? Meine Antwort ist Computerspielen. Leider falsch an dieser Stelle. Und wir geben es an Guess. Womit verschwendet Hirohamada vermeintlich seine Zeit in Baymax? Fernsehen. Auch das ist die falsche Antwort, die wir, wie gesagt, nicht hören wollten, sondern Roboterkämpfe ist das, was wir suchen. Ah, na klar. Oh, Roboterkämpfe, Baymax, Leute, hallo. Yes, sorry. Nicht gesehen, sorry. What? Das ist nee, immer noch nicht gesehen. Okay. Der hat sogar einen Oscar gekriegt. Ja, ich hab den zu Hause auf Blu-ray, aber noch nicht gesichtet. Okay, dann, ja. Auch. Packt schon mal die Taschentücher ein, auf alle Fälle. Ja, ich weiß nicht, ich fand ihn nicht so hype, war nicht so gehypt, aber wenn Julia das sagt. Ich mag den sehr gerne. Gut, dann Falalala. Letzte Frage für dich in der zweiten Runde, Julia, und die könnte dir zu dem quasi Vorsprung gegenüber Guess in der letzten. Ich ärgere mich sehr über die Roboterkämpfe gerade, deswegen mach mal. Okay, ja, dann hoffentlich ärgerst du dich jetzt nicht mit dieser Frage. Und zwar, wer spricht denn Scar in König der Löwen im Original? Damn, gib mir mal Multiple Choice, bitte. Ist es A, Jeremy Irons? Ist es B, James Earl Jones? Ist es C, Matthew Broderick? Oder ist es D, Rowan Atkinson? Es ist A. A, Jeremy Irons ist Jeremy die Irons. Richtige Antwort, die wir suchen an dieser Stelle. Damit gehst du zumindest mit einem Punkt in die Führung. Das heißt, Julia, du darfst dir gleich aussuchen, welche Zahlen du gerne hören haben. Ich glaube, es ist ein erstes Mal. Ich bin noch nie als Erste ja? in diese Runde gegangen. Ja. Okay. Dann, let's kick it. 7, 11, 13. 7, 11, 13. Guess, was möchtest du? 19, 16. 16 gibt es nicht, 15 gibt es noch. Dann die 2. Okay, easy peasy. Naheliegend dann, ja. So. Eine 16, die 2.
Denk dran, die erste Frage sind 2 Punkte, die zweite Frage sind 3 Punkte und die dritte Frage sind 5 Punkte. Damit muss Guess als erstes mal anfangen, um vorlegen zu können. Und ich gucke mal kurz nach, mit welcher Kategorie das korrespondiert. Deine 9 ist 3, 4. Romance. Mal sehen, ob dir das hilft. Du bist ja ein kleiner Romantiker, was Filme angeht. Total. Hey. So. Hey, komm, du erzählst doch mal hier von The Notebook und so weiter und so fort. Ich sag ja, ich stehe zu meiner romantischen Rom-Com-Seite insofern. Das hat sich so sarkastisch, angehört. Nee, bin ich überhaupt nicht anti bei der Kategorie, also alles gut. Okay, alles klar. Deine Frage lautet, wo findet denn die Handlung in Before Midnight, Mitternacht statt? Also wir suchen das Land. Kein Multiple Choice. Denk dran, 3 Repeats für jeden noch. Das Land ist 5, 4, 3. Griechenland. Griechenland, er macht spannend, ist die richtige Antwort, die wir hören wollten. Das weiß er. Geguckt hast du, ne? Oder? Ja, ja. Die ganze Trilogie. Ich musste nur gerade auseinanderformeln, dass ich hier nicht einen von den beiden anderen nehme. Genau. Wo ist noch? Im Kopf. Frankreich, naja, und Österreich. Oder? Und Österreich, Wien, genau. Gut. Ah, dann habe ich ja gut hier mein Multiple Choice war Österreich, Griechenland, Frankreich, Italien. Du Fuchs. Ja. So, dann geht's rüber zu Julia. Kein technisches K.O. hier an dieser Stelle. Und Julia hat Kategorie 7. Das heißt, du musst in die 80er zurückreisen, Julia. Und mal gucken, ob die 80er dir was bringen. Und zwar wird es ein bisschen afrikanisch, kann man hier sagen, an dieser Stelle. Mit dem Prinzen aus Zamunda. So, deine Prinzen aus Zamunda-Frage lautet an dieser Stelle, nenne einen weiteren Charakter, den Eddie Murphy in Der Prinz aus Zamunda spielt, außer Prinz Akeem. Mit Namen, wa? Ja, also weiß ich nicht. Also ich weiß nicht genau, was. Ja, mit Namen. Also beschreiben wäre doof, wenn du das meinst. 5? Naja, das kriege ich nicht 4, hin, keine Ahnung. Willst du Repeat noch? 3, 2, 1. So, dann ist es leider falsch. Guess? Nee, wüsste ich auch nicht. Irgendein aus diesem Friseurshop, aber. Richtig, genau. Namen hab ich ja nicht parat. Friseur, genau. Mir hätte gereicht, der Friseurladenbesitzer. Er spielt einen Friseurkunden auch noch, der Clarence heißt. Und das heißt, wenn ich gesagt hätte, irgendeiner aus dem Friseurshop. Nee, der Friseurladenbesitzer hätte schon sein müssen. Ja. Okay. Dann, ja gut, das hätte ich vielleicht zusammengekriegt, also nur die Namen nicht. Friseurladenbesitzer wäre eins gewesen, dann der Friseurkunde Clarence, ja, das hätte zusammengemusst. Dann hätten wir noch Saul anzubieten und der Sänger Randy Watson, den er auch noch spielt. Gut, damit bleibt es bei diesem Vorsprung von Guess und Julia muss die 11. Frage, Kategorie 11 für ihre zweite Frage jetzt mal machen, damit sie aufholen kann. Und die Kategorie lautet Comicbook-Movies. So, papapapam. Comicbook-Movies, wo seid ihr? Da seid ihr. Zweite Frage. Kommt sofort. Und zwar, was kann man auf dem Ring des Phantoms im gleichnamigen Film von 1996 sehen? Multiple Choice gibt's nicht, ne? Natürlich nicht. Nice try. I don't know. 5, 4. Schloss. 3 ist leider falsch. Guess, weißt du es? Ist das ein Totenschädel gewesen? Das ist ein Totenschädel, den wir hier suchen. Damit ist Julia jetzt gezwungen, mit ihrer 5-Punkte-Frage, die zu Kategorie 13 gehört, hier die nötigen Punkte zu machen, yes, um das Spiel am Leben zu halten. Und die Kategorie, die wir suchen, ist aus den 90ern. Und die 90er hatten wir ja schon ein bisschen. Jetzt müssen wir mal gucken hier, ob du da was hinkriegst. Und zwar. Glaub mal an mich, Tom. Bitte? Los. Ja, ich glaube an dich. Ich glaube, die Frage ist gut, die jetzt kommt, glaube ich. Glaube ich zumindest. Warte mal. Wo ist er denn hier? Irgendwas hier falsch verknüpft. Aber gut. Hoffen wir mal, ob du die hinkriegst.
Und zwar, wer spielt denn die Hauptrolle als Feuerwehrmann in Backdraft? Ich frage mich gerade, in welchem Paralleluniversum du denkst, ja, dass ich diese Antwort wüsste. Das ist eine andere Frage. Ich habe das falsch verknüpft. I don't know. Falsch verknüpft. Val Kilmer. Val Kilmer ist leider falsch. Herzlichen Glückwunsch, Guess. Du hast hiermit knapp gewonnen. Wir suchen ja, was, ja, knappe Guess? Kiste. Kurt Russell. Kurt Russell, richtig. Den hätten wir gesucht an dieser Stelle. Julius, also Feuerwehrmann-Filme mit Kurt Russell, das ist leider überhaupt gar nicht meine Expertise. Backdraft war voll krass, ich fand das als Jugendlicher sehr, sehr cool. Ja, ja, ich glaube, Robert De Niro war noch dabei und so, ist echt ein guter Cast gewesen. Ist. Okay. Ich aber gut, Feuerwehrmänner sind ja mehr so. Klar, ist man ja als Junge eher so. Aber ich finde, wenn Kilmer hätte durchaus einen Feuerwehrmann spielen können, hätte in den 90ern. Ja. Also ich finde, also als Casting-Direktorin hätte ich gar keinen schlechten Job gemacht. Legitimer Tipp. Legitimer Tipp. Knappe Kiste auf jeden Fall hier, Julia. Ich hätte es dir gegönnt auf jeden Fall. Also war echt enges Rennen. Ja, ich habe es leider hier ein bisschen verkackt, weil ich wollte dich eigentlich fragen, wie nämlich Mila Jovovichs Charakter in The Fifth Element heißt, aber das war falsch verknüpft. Deswegen hast du Backdraft gekriegt. Well, well, well. Fifth Element ist 90er, ja? Ja, 95. Gott, so? Ich ja, dachte, ne? Wäre echt früher 2000er gewesen. Nee. Ja, jedenfalls, so ist es. Und dann... Wieder Questions as tough as nails. Bleibt das hier beim ganzen Guess. Geht damit in die Führung. Ich gucke jetzt mal ganz genau nach, um das hier auch den perfekten Stand zu haben hier für Guess. Ich glaube, das müsste das sein. So, Guess macht damit 6-2. So, wie hast du gegen Murat gespielt, Guess? Gegen Murat habe ich verloren. Hast du verloren gehabt, ne? Gut, dann bleibt es nämlich dabei. Und zwar, dass du ein Winning Percentage von 75 hast, genauso wie Murat. Murat hat aber 3 technische K.O.s und du hast nur 2. Und er hat... Und deswegen bin ich auf dem zweiten und er auf dem ersten. Bitte? Wegen den technischen K.O.s ist er quasi auf dem ersten und ich bin dahinter. Nee, auch weil du verloren hast gegen ihn im direkten Vergleich. Ach so, okay. Also macht auch Sinn, ne? Aber wenn ihr quasi noch nicht gegeneinander gespielt hättet oder sowas oder keine Ahnung, unentschieden gespielt hättet, was natürlich nicht geht, dann wäre aber jedenfalls, dann hätten die technischen K.O.s natürlich gezählt. Oder wenn natürlich für mich ist nur wichtig, dass der Bewegbildmann aus dem Champ Hakan irgendwo hinter mir ist. Das ist für mich Priorität Nummer 1. Wenn der abgeschlagen hinter mir ist, dann bin ich glücklich. Ja, bedank dich bei Tino Hahn. Abgeschlagen hinter dir ist er nicht, aber er ist dicht hinter dir mit 5-3. Das ist abgeschlagen, das reicht schon. Ist aber ein super Duell zwischen Otto und Hakan gab. Da ist natürlich so, dass Otto jetzt auf Platz 3 ist. Also Murat auf Platz 1, Guess auf Platz 2, Otto auf Platz 3. Dann auf 4 haben wir Hakan, auf 5 haben wir Lee und auf 6 haben wir Julia. Das heißt, Julia muss gegen Otto spielen und dann Lee gegen Hakan. Und wer auch immer bei Otto und Julia gewinnt, der muss gegen Guess ran. Und wer bei Hakan gegen Lee gewinnt, muss gegen Murat ran. Und dann kannst du nur noch im Finale auf Murat treffen, Guess, und dich retten, wenn du, also rächen meine ich, nicht retten, wenn du das möchtest. Da kommt der Endkampf. Ich bin ziemlich stolz auf mich, da habe ich wirklich gut gespielt. Ja, aber muss ich auch sagen, knappe Kiste hier, Julia, weil du hast... Ja gut, aber... Ne, ja. Aber nur, weil du gegen Tino gewonnen hast. Tja. Du, ich hätte übrigens auch gewusst, dass Lilou im fünften Element die Hauptrolle ist, aber du hast mich ja was ganz anderes gefragt. So ist es manchmal. Ja, gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserer regulären Saison, liebe Freunde da draußen. Es war eine sehr spannende Saison und es gibt natürlich die Playoffs bald. Ich weiß noch nicht genau, wann wir genau aufnehmen werden, aber haltet euch bereit. Es ist recht kurz danach und definitiv vor den Bewegbildern aus Bash. Guess, möchtest du noch dazu was erzählen? Ja, unser Quiz startet, dann könnt ihr die Zeit da füllen, bevor es weitergeht mit der Saison. Ich meine, ich habe jetzt sowieso 2 Jahre Pause, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt in den Playoffs. Sommerpause. Insofern könnt ihr dann in Bewegbildbahn aus dem Bash reinschalten und da ist unser Kumpel Tom auf der anderen Seite, da können wir ihn mal löchern mit Fragen aller. Genau, könnt ihr scheiße, Kalorien könnt ihr Fragen scheiße Sandwich, was Nicolas Cage in dem Film sind gegessen in dem hat. Haus von oben. Richtig, ja, genau. Wie viel Luftballons wird das Haus in oben getragen? Das gucke ich mir gleich an und zähle das mal durch. Mach das, ja. Filme sehr aufmerksam beobachten, dann bist du gut dabei. Sehr gut. Aber wir werden diesmal auch ein paar inhaltliche Fragen haben. Das haben wir ja letztes Jahr ausgeschlossen, weil wir gesagt haben,
Wir wollen, dass alle Leute die Fragen beantworten können, die, die auch die Filme nicht gesehen haben. Aber das führt dazu, dass wir sehr viel über Besetzung fragen, über Regisseur und so hin und her. Und da fehlt natürlich ein bisschen. Und jetzt wollen wir ein bisschen Abwechslung reinbringen mit den inhaltlichen Fragen. Ich glaube, das ist eher meins auch dann. Ne? Also muss ich sagen. Ja, das hat Hoffi zum Beispiel auch gesagt, dass es schade ist, weil das so seine Spezialitäten sind. Insofern haben wir gesagt. Aber ich meine auch inhaltlich. Inhaltlich muss ich sagen, ist auch mehr meins, glaube ich. Ja, genau. Und genau. Geografie. Geografie ist auch mein Liebling. So kommt das auch wieder? Also Finale ist sicher, sagst du. Finale ist sicher. Ja, vielleicht müssen wir mal gucken. Ein paar schmeißen wir raus, ein paar Übernehmer vom letzten Jahr. Werden sich es stimmt, erinnern. Es waren zwei Geografiefragen heute im Drop-Quiz. Ja, hey. Ja, stimmt. So ist es, Freunde. Also wir haben uns schon so, von deinem Quiz haben wir uns schon in ein, zwei Sachen inspirieren lassen und haben da gesagt, okay, das ist eigentlich ganz cool, das Ganze ein bisschen thematisch aufzugliedern und vielleicht einmal schieben zu können und so. Mhm. Also ein paar Sachen werden wir dann einmal gucken. Super, ich bin gespannt und wir sehen uns dann in den Playoffs, Leute. Seid gespannt, erste Partien werden an einem Tag veröffentlicht. Hakan gegen Lee und Otto gegen Julia. Also seid bereit dafür, um diese Viertelfinalspartie zu haben, weil Murat und Guess sind schon im Halbfinale und die warten auf ihre Gegner. Also schaltet ein, wir sehen uns. Macht's gut, bye bye, ciao, ciao.